Na, wie sieht's aus? Bereit für eine Runde Schach? Klar bin ich bereit. Lass uns ein Spiel machen. Diesmal werde ich dich besiegen. Diesmal besiege ich dich. Ich würde sagen, das ist so ganz kurz vor Schachmatt. Was ist denn dein nächster oder letzter Zug, mein Freund? Los, komm, hau mal einen raus hier. Mein letzter Zug? Mein letzter Zug, warte, warte, Schachmatt, warte. Warte, Sekunde, seht mir. Komm, geh ran, geh ran, geh ran, geh ran, geh ran. Bauersteinreich, hallo? Berlin Bricks ist dran. Gestern die Kekse weggefressen, heute ruft er schon wieder an. Hey Sascha, ja, wie geht's dir? Ja, wer kriegt für dich Stuben? Pass auf, ich stecke in der Patsche und ihr müsst mir unbedingt helfen. Ja, Marco? Das wäre super. Es wäre einfach fantastisch. Okay. Ja, ist kein Problem, kriegen wir hin. So, machen wir sofort fertig und dann kannst du dann gleich hier Zeug machen. Ja, alles klar, bis dann. Tschüss, tschüss. Du willst wissen, was mein letzter Zug ist? Schau und lerne. Tarzan aus Berlin, das war mal ein unerwarteter Zug. Ja. Da ist er. Der chinesische Hochgeschwindigkeitszug, Moment, der hat auch eine Nummernbezeichnung, CRH2. Den gibt es wirklich. Ist ein elektronischer und elektrischer Hochgeschwindigkeitszug in China. Den hat praktisch Kmol King vom Original geklaut. Ist aus ihrer, ich sag jetzt einfach mal, World Railway Train, schlag mich tot, sehr. Es gibt da auch noch die Dieselok, die CJNJ2. Ich blende hier Bilder ein, dann könnt ihr gucken. Ist eine Dieselok. Dann gibt es die. Den Steam Train, also die Dampflokomotive, so eine schwarze. Und dann gibt es noch den Magic Train. Ja, ich tippe mal auf Harry Potter. Gut, der hier, der Highspeed Train hat 1808 Plusteile. Ja, wenn du nach 1808 Teilen keinen Bock hast mehr nachzuzählen, schreibst du einfach Plus auf die Verpackung. Schwamm drüber. Der kommt natürlich auch wieder aus dem Bausteinreich. Ne? Es ist Sonntag, es ist Mold King. Den soll ich aufbauen, bewerten, anschauen und dann geht er wieder zurück und wird dort auf einem kleinen Schienenkreis stehen und fahren. Hoffe mal, er wird fahren, denn wie ich gesehen habe, hier unten steht. Ich krieg eine Lithium-Batteriebox, also eine Akkubox, eine Remote Control, einen Trainmotor, 8 Grade und 16 Kurven mit. Ich freue mich. Ist auch erst der dritte Zug auf diesem Kanal. Das erste war, glaube ich, die Berliner S-Bahn. Die ist geil. Die kommt auch in meine Top 10 der Jahresbesten oder der besten Sets des Jahres 2021. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis das Video kommt. Und den G-Star-Zug, der sich im Nachhinein auch als eine Kopie des Magic Train, des Harry Potter-Zugs rausstellte. Der war echt langweilig. Der war echt lahm, langweilig. Hätte ich kein Video darüber gemacht, hätte ich den wahrscheinlich nur vergessen. So, und damit wird es der dritte Zug. Daran sieht man wahrscheinlich, Züge sind nicht so ganz mein Thema. Obwohl man ja immer sagt, Züge kann man nie genug haben oder Lego mag keine Züge, ne? Oh, Sekunde, ich habe den Tisch ein bisschen verschoben, damit ihr nicht immer meinen unordentlichen Schreibtisch seht. Und habe die Schere. Ja, dafür gibt es aber andere Hersteller wie Mold King oder als Blue Bricks oder quasi dieses Thema oder dieses Themengebiet erfolgreich beackern und wahrscheinlich auch gutes Geld damit verdienen. Ah, noch mehr Klebeband. Der Karton hier ist ebenfalls ordentlich schwer und scheint auch proper gefüllt zu sein. Da ist diesmal nicht dieses chinesische Ding, dass die ihre Kartons nur halb voll machen. Oh ja, also Look, Look bis zum Rand voll. Mag ich ja. Und es gibt wieder diese Beute. Eins, zwei,
2, 3, 4, 5, 6, oh, was ist das? 7, 8, 9, 10. Eine wunderschöne Anleitung von Moltke. Ich schaue mal. Fällt mir jetzt hier ein Aufkleberblock entgegen? Ja. Ach, harmlos. 5, also mal 2, also 10. 6, 6, 12. Und Operation Instruction 4.0. Ah. Diesmal auf Chinesisch und Englisch. Kein Problem für mich. Ah, nein. Nummer 3. Und wieder die Frage, wer liest diese unnötigen Anleitungen? So, und ich tippe mal, hier hinten sind noch die Schienen drin. Oh, nochmal separat verpackt. Ah, und nochmal Beutel. Ah, man hat praktisch so gepackt, dass man die Schienen einpolstert. Nicht schlecht. 1, 4, 2, 3, 6, 5. Also 6 Bauabschnitte. Eine Tüte mit einzelnen Teilen. Ich breite es wieder halt aus und wir können uns dann daran laben. Kupplungen. Ja, und das hier ist... Oh, mit Licht. Ich dachte erst, hier vorne auf dem Bild sieht man nämlich... hier, ich werde euch jetzt mal ein Bild einblenden, weil es hier halt blendet. Ein Bild einblenden, weil es blendet. Das ist eine blendende Idee. Ich alter Blender. Ich dachte erst, hier hat der Grafiker zu sehr am Photoshop gefummelt. Aber nein, es gibt Licht. Cool. Cool, cool, cool. Achso, hier hinten wollte ich euch noch zeigen. Hier ist ja der Triebtäterwagen, also der Triebwagen, der Anhänger. Und dann gibt es noch so ein Abschlussteil. Das hier muss man aber, hier steht es nämlich, sold separately for more fun. Also wenn ihr mehr Spaß haben wollt, gebt bitte mehr Geld aus. Kann man übrigens im Bausteinreich auch kaufen. Auch die anderen Züge, wie gesagt, die sind alle dort verfügbar, online und im Laden. Der grüne steht sogar schon aufgebaut da und kann probiert werden. Und wir werden jetzt den weißen hinzufügen. Ich muss sagen, dass ich mich etwas freue. Also meine Freude und Erwartung ist größer als zum Beispiel beim letzten, dem Uranus Hexer. Hexer, Uranus Hexer, diesen ich bin ein Roboter und laufe jetzt vorwärts. Mehr mache ich nicht, ich drehe den Kopf, Roboter. Den habe ich auch wieder zurückgebracht, der ist jetzt auch schon wieder im Bausteinreich. Da haben wir gesehen, das zweite Modell wäre das coolere gewesen. Also coolere, zwar weniger Teile, aber die Bewegung ein bisschen besser. Und der hat da oben eine Railgun. Habe ich ja später gesehen. Ärgere ich mich ein bisschen. Aber so wie ich die Jungs da verstanden habe, wollen die den großen Roboter auseinandernehmen und nochmal den kleinen bauen und ein bisschen spielen. Und ich hoffe, sie stellen den raus. So, ich breite jetzt aus, dann zeige ich euch das und dann bauen wir den Zug. Den chinesischen ICE, denke ich mal. Sold separately for more fun. Die machen mir Spaß, die Chinesen. Bis gleich. Alles ausgebreitet. Zipbeutel Nummer 1 ergab das hier. Also das hier nicht, aber hier ist ein Haufen. Und hier liegt ein kleiner Haufen. Das hier war extra verpackt. Einmal 1 und einmal 2er weiße Plates. Hier ist die Technik. Hupala. Die chinesischen und anderen Bedienungsanleitungen brauchen wir nicht. Wir wollen die Anleitung haben. Ja, 229 Bauschritte. Das ist aber schon der Schienenkreis, der gebaut wird. Ansonsten, ihr seht es hier, die Moltking-Anleitung. Was neu gebaut wird, wird rot dran gesetzt. Sie zeigen uns auch wunderbar, wie es funktioniert, wie es nicht funktioniert. 6 Bauabschnitte, der Aufkleber hier nochmal im Detail. Moltking-Anleitung, ups, mal richtig rum, sind gut bis sehr gut. Ansonsten die Steine. Jeder, der Moltking gebaut hat, weiß, dass sie Go-Brick-Steine benutzt. Das heißt, Moltking, die sind Konfektionierer. Das heißt, die holen sich die Steine für ihre Sets von der Firma Go-Bricks. Und es war eine sehr gute Entscheidung von Moltking, sich mit Go-Bricks zusammenzutun, beziehungsweise deren Steine zu nehmen, da hier die Qualität 1A ist. So, dann haben wir hier ein bisschen die Technik. Oh, ihr seht auch schon wieder meinen Freund, den Schraubenzieher des Todes. Zu dem kommen wir gleich. Die Akkubox, die Fernbedienung, Ladekabel, hier sind die, wo geht's hier lang? Das Beleuchtungsset und der Schiffsmotor, nein, der Eisenbahnmotor. Wir werden jetzt diesen Stecker hier rauf stecken und mit dieser Fernbedienung testen, ob dieser Motor funktioniert. Immer vorher ausprobieren,
ob die Technik funktioniert. Ist nämlich blöd, wenn man dann den Zug fertig hat und merkt, geht ja gar nicht. So, gucken wir mal, ob das Beleuchtungsset funktioniert. Oh, 1, 2, 3, alle 4 Lampen leuchten, hervorragend. So, dann testen wir mal El Motoro. Klemmen wir jetzt einfach mal in die A, ist glaube ich egal. So, Fernbedienung an. So, Brigant, ah, da. Er dreht sich vorwärts, rückwärts, läuft. So, hier nochmal diesen wunderschönen Schraubenzieher liegt. Motor Nummer bei, um diese Batteriebox hier zu öffnen. Da kommen 2 Triple A's kommen da rein. Aber das Ding hier ist Rotze. Ja, ist Rotze. Braucht man nicht. Nehmt lieber einen guten, ordentlichen Schraubenzieher, weil er sonst euch wehtut, eventuell. Man weiß ja nicht, welcher Körper Klaus dieses Ding bedient und dann ist das Geschrei groß. So, dann würde ich mich jetzt mal am Bauabschnitt 1 wagen und das hier zusammenschustern. Also dann bis, mal gucken, ob ich mich ein- oder zweimal zwischendurch melde. Ich baue einen Zug, das wird jetzt nicht groß überraschend sein. Es sind Go-Brick-Steine von Mold King benutzt, also ich melde mich mal zwischendurch, damit ihr seht, dass es mir noch gut geht. Ansonsten würde ich jetzt im Stile eines High-Speed-Trains dieses Ding jetzt auch High-Speed-mäßig zusammenschustern. Bis gleich. Wow! 3 Bauabschnitte später haben wir den Triebwagen von unserem chinesischen Schnellzug. Ich habe mal durchgezogen, also praktisch in einem Zug gebaut. Herr, ich weiß, der war schlecht. War easy peasy Puppenschuh. Teile waren alle da, Klemmkraft ist super, Qualität ist super. Ich habe hier oben eine Fliese mit 2 schwarzen Schmarren, Kratzern, Abreibung. Ich zeige euch mal ein Bild. Ich habe jetzt noch nicht probiert, es intensiv abzukriegen. Stört nicht weiter. Die Anleitung ist super, danach kann man super bauen. Ich habe nebenbei noch Free Guy und Abraham Lincoln Vampirjäger, schräger Film geguckt und ich habe zusammengekriegt. Also easy. Was ich noch ergänzen wollte, der Zug bzw. der Triebwagen hat eine 8 Noppenbreite, also 8 Noppen breit. Ich vergleiche hier mal mit den 6 Noppenbreiten S-Bahn von Bluebrix, einfach nur, damit ihr den Unterschied seht. Ich sage mal, die S-Bahn ist natürlich von der Optik, also ich finde sie schöner als diesen Zug, aber bauen finde ich, gefällt mir diese 8er besser. Das Größere, das gefällt mir besser. Die anderen, die 6er, die sehen immer so ein bisschen gequetscht und gedrungen aus, auch bei diesen anderen Zügen, die man so sieht. Da würde ich sagen, bin ich im Team 8 Noppen. Der hier ist auch stabiler von Mold King. Also ja gut, dieses Bluebrix ist ein bisschen zart und filigran gebaut, aber der hier ist kompakter und auch die Go-Brick-Steine zeigen einfach, dass sie qualitativ höherwertig sind als die Steine, die Bluebrix benutzt. Aber es gibt auch ein Aber jetzt. Das ist aber jetzt ein halb schlimmes Aber. Nachdem ich den hier jetzt fertig hatte und auf meinem Tisch ein bisschen aufgeräumt hatte für den nächsten Waggon, stellte ich fest, dass ich hier noch Kabel liegen habe und dachte mir, hey, was ist das? Hier war doch eigentlich eine Anleitung. Hier kommt doch nichts mehr in der Anleitung. Vorne nicht, hinten nicht, überall nicht. Gibt doch keine geheimen Seiten oder Zaubertinte, auch auf der Anleitung nicht. Die Beleuchtung. Es wird nicht gesagt, wann und geschweige denn, wie die Beleuchtung einzubauen ist. Keine Ahnung. Auf dem Karton ist sie nicht mal vermerkt, dass sie drin ist. Ist aber kein Problem. Also Dach kann man hier relativ einfach abnehmen und hier auch vorne wieder und dann setzt man diese LEDs, Glühbirnen, ja, das wäre LEDs hier vorne ein, hier oben ein, die Kabel sind dünn, dann legt man es ein bisschen, macht es auf der Akkubox fest und dann leuchtet es. Werdet ihr nachher sehen, wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, gehen jetzt die Lampen an, aber durch meine Beleuchtung werdet ihr nichts sehen. Deswegen zeige ich es nachher. Also das ist ein bisschen schade. Das, keine Ahnung, ob Mold King dann überlegt hat, ja Mensch, das Ding könnte ja leuchten, mach mal die auf der Verpackung, dass es leuchtet, dann schmeiß mal Beleuchtungsset drin und dann, ach egal, kriegen die schon zusammen. Jetzt schaue ich aber mal kurz, ist ab 8 plus, ja, vielleicht mit Hilfe. Also das ist ein bisschen schade, dass es hier nicht auftaucht. Wie gesagt, taucht in der Anleitung nicht einmal auch auf ihren chinesischen Original Mold King Rettungsbatteriezettel taucht das nicht auf. Deswegen denkt daran, baut die Beleuchtung ein, wenn ihr den habt. Ihr könnt die Beleuchtung noch einbauen, wenn ihr komplett fertig seid. Wenn ihr einmal durchgebaut seid, ihr müsst bloß hier, wie gesagt, Dach abmachen, raufklemmen, reinstecken, ein bisschen verstecken. Funktioniert. Bei mir sieht man jetzt hier die Kabel von der Beleuchtung, aber der geneigte und fähigere Bauer wird die wahrscheinlich verstecken können. Egal.
Jetzt wären wir mit Bauabschnitt 4, ich habe hier schon die 5 liegen, ja, das funktioniert nicht, mit weitermachen und praktisch den, ich sage jetzt mal ganz einfach, den Anhänger bauen. Bis gleich. Bang, bang, tüdü, husch, husch, die Eisenbahn, da ist sie fertig. Wir haben auch den Waggon gebaut, die beiden halten über Magneten. Das ist super. War jetzt nicht besonders aufregend. Ein schöner weißer Waggon mit einfach abzunehmendem Dachsprache. Ja, ist wirklich einfach abzunehmen. Ich zeige euch schon mal ein Foto hier gleich. Ihr seht rechts und links Sitzreihe mit Gang in der Mitte. Und dieser Waggon hat ein Klo und ein Waschbecken. Wenn ich eine Minifigur wäre oder mich eine Minifigur fragen würde, würde ich Ihnen empfehlen, mit diesen 8 breiten Zügen zu fahren. Hast du schön Beinfreiheit. Alle Teile da. Qualität sehr gut. Hält stabil. Kannst du in die Vitrine stellen. Kannst du aber auch deinen deppern 7-jährigen Neffen geben zum Spielen. Muss er sich schon wirklich anstrengen, um das Ding einfach durch Spielen kaputt zu kriegen. Fahren. Der fährt auch. Fährt aufs Rundell. Fährt auch relativ flott. Fliegt doch nicht aus den Schienen. Aber bei meinem Modell, also ihr werdet jetzt gleich sehen, werdet ihr euch fragen, warum ich das Dach nicht raufgebaut habe, beziehungsweise warum eine Lego-Akku-Batteriebox oben aus dem Dach rausguckt, beziehungsweise drin liegt. Weil die von Mode King hier mitgelieferte Akkubox, ich denke mal, sie ist einfach ein bisschen schwach auf der Brust. Sie bringt es nicht mehr. Sie bringt es einfach nicht mehr. Egal wie rum, warum, weshalb ich sie geladen habe mit verschiedenen Steckern. Nada, niente, ничего. Die will nicht mehr. Im Zuge der Fehlersuche habe ich einfach mal die Batteriebox angeschlossen, um auszuschließen, dass der Motor ist. Der Motor ist tippitoppi in Ordnung. Das Ding, ihr seht, fliegt ab. Sogar ohne Anhänger noch schneller als mit. Personenwaggon. Gut, super. Wenn ich am Montag, nächste Woche, wenn ich zu Boschenreich gehe und diesen Zug wieder zurückbringe, einfach die Akkubox tauschen. Die richtige, also eine funktionierende Akkubox einbauen. Die kann man dann nämlich auch erwerben. Beziehungsweise, das ist der Vorteil, wenn du in Deutschland kaufst, bestellst oder dir zum Bauen ausboxst, hast den Support praktisch um die Ecke. Gut, ansonsten war das ein ziemlich cooler Zug. Ich hatte ja eigentlich keine Lust mehr so auf Züge bauen und dachte mir, oh ja, okay. Und dann habe ich stehen gesehen, habe ich gefragt, haben sie gesagt, klar, kannst du zusammenbauen, bauen zusammen, lassen wir ihn über die Schienen fahren. Hat sich gelohnt. Mein Fazit, Bauempfehlung. Wir klammern jetzt mal diesen kleinen Holperstein mit der Akkubox aus, ist nichts Unlösbares, kann man schnell beheben. Der fehlende Beschreibung des Lichteinbaus, okay, kann man drüber hinwegsehen, ist jetzt auch keine Raketenphysik, beziehungsweise kriegt jeder hin. Es ist ein schöner Zug. Die Frage ist, wenn man diesen separaten Waggon, den es noch gibt, hinten ranhängt, ob dann die Power ausreicht oder ob man dann mit einem anderen Zugmotor nachhelfen muss oder einem zweiten Zugmotor. Aber das machen dann die Profis unter euch. Ich sag mal, zum Spielen für ein Kind reicht es. 8 plus ist sportlich. Ich denke mal, da brauchen sie ein bisschen Mithilfe, besonders wenn du das Licht verlegen willst. Oder ist das Licht weg? Wobei als Kind, wenn ich ein Kind wäre, wäre das Licht ein Highlight. Könnt ihr entscheiden. Also, wie gesagt, das war jetzt der chinesische Schnellzug. Vielleicht mache ich morgen noch ein paar Stunts mit ein paar Minifiguren umfahren. Mal gucken. Ich zeige euch, wenn, dann seht ihr das auf Instagram. Also könnt ihr mir Instagram unten in der Videobeschreibung, ich heiße da genauso wie auf diesem Kanal. Wunderschöner Sascha. Berlin Bricks. Also, macht's gut. Es war eine Freude. Ich werde jetzt noch ein bisschen zocken.